Du bist kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder, dass der Top-Champ dich so mag. Nun gut, dann ist es jetzt Zeit für das letzte Mitglied der Top 4. Das ist dein Stichwort, Sinews. Das haben wir schon klar, dass einer von den Top 4 sein wird. Dann lass auf das hier warten. Ich glaube, er hat dich nicht gehört. Sinews, was hat er dir verlangt? Lauter Aoki. Lauter Aoki, du musst lauter sprechen. Sinews! Sinews, du bist dran! Hallo Maike, es freut mich, dass du es bisher geschafft hast. Und was dich betrifft, Aoki, Mensch, du kannst mich doch nicht immer von Kay rufen lassen. Okay, dann werde ich mal ganz kurz meine Pummern heilen, dann kämpfen wir gegen ihn. Komplett aufgeheilt bin ich nun ready, gegen Sinews zu kämpfen. Der letzte von der Top 4. Ich wusste, dass du mir früher oder später gegenüberstehen würdest. Es ist schon erstaunlich, wie rasch der Nachwuchs an Erfahrung gewinnt und heranreift. Doch, dass wir so früh aufeinandertreffen würden, übersteigt selbst meine kühnsten Erwartungen. Ja, same. Ging voll schnell, oder? Als Lehrer ist es eigentlich meine Aufgabe, diesen Reifeprozess bei meinen Schülern aktiv zu begleiten und ihnen zu helfen. Doch hier und jetzt vergesse ich mal für einen Moment meine Berufung als Lehrer. Stattdessen bringe ich meine ganze Kraft auf, um dich zu besiegen. Denn ich bin der Drache, der die Festung der praktischen Prüfung beschützt. Ich bin Sinews. Gib Acht, dass du dir an meinem feurigen Atem nicht die Finger verbrennst. Also er ist ein Drachentrainer? Habe ich jetzt verstanden? Ein Uhafnia. Ja, er ist definitiv ein Drachentrainer. Na gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Ich will, dass wir uns ungezügelt gegenüberstehen. So, sehr effektiv gegen Drache. Müsste Eis sein. Spazat ist eine sehr böse Attacke. Macht immer genau die Hälfte Damage an Leben, was man hat. Ja, genau. Das ist sehr böse. Aber wie gesagt, zu Titan müsste hier eigentlich relativ ein Vorteil sein. Vor allem mit... ich riskier's. Vielleicht trifft's ja. Komm schon. Schade. Okay. Dann setz ich einfach nur Eisklasse ein. Drachenpuls. Boah. Verdammt. Wegen Superzahn ist das halt das Problem. Dass er mich sofort down kriegt. Das hätte sogar schon gereicht. Oh, dann hätte ich das vorher einsetzen müssen. Ich wusste nicht, ob das reicht oder nicht. Ich dachte, das reicht nicht, weil ich habe ihn ein bisschen krass eingestellt. Maxax! Maxax mit Dax. Da ist er. Na gut, dann hole ich jetzt mal meinen Heiltrank raus. Reicht das? Das reicht nicht. Ah, Top-Trank. Auch wenn ich es ungern einsetzen möchte. Was getan werden muss. Muss getan werden. Lol, und ja, dieses Maxax, das. Nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, gut, dann. Schnell weg hier. Ich überlege gerade, was ich jetzt anstelle. Ansonsten, ich versuche mal mit Eissplitter. Vielleicht reicht das auch schon. Nee, schade. Nee, Max ist das da viel krasser. Verdammt! Das ist mies. Der Teil ist mein bestes Pokémon gegen diesen Trainer. Ich versuche mal mit Super. Ob er vielleicht hier noch ein bisschen was reißen kann. Erdbeeren war gar nicht mal so schlecht. Aber viele da. Ich mach mal Erdbeben. Ich versuch's einfach mal. Ich muss ein bisschen ausprobieren, okay? Not bad, actually. Okay, ich nutze jetzt die Zeit, weil Super wird sowieso jetzt down gehen, egal was ich mache. Um zu Titan wieder zu beleben. Und dann Eisblitzer direkt einzusetzen. Mit zu Titan. Ich will so gut es geht zu Titan den ganzen Kampf hier durchcarryen, ja. Weil ich glaube, das wird wirklich die beste Taktik sein, die ich habe.
Plus, ich bin mittlerweile Level 57, habe ich gesehen, ja. Und die sind alle hier Level 60. Also ich komme so langsam dran. So langsam komme ich dran. Okay. Max sagt, du bist ein bisschen klein hier in dem Spiel. Aber ja, du bist down. Tandrak, das sagt mir rein gar nichts gerade. Tandrak? Tandrak. Ach du! Ja komm, du bist so... Ich finde, das ist wirklich so ein Pokémon, das kann man leicht vergessen, oder? Was meint ihr? Ich habe voll vergessen, dass dieses Pokémon existiert. Welche Gen? Gen 5 war es nicht, Gen 6 glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war Gen 7. Kann das sein? Gen 7? Maybe? Man merkt, dass ich keine Ahnung habe. Oh Mann. Ich schwöre, ich kenne mich mit Pokémon aus. For real. Quatschbombe. Ach komm. Wehe. Wehe. Das ist jetzt aber nicht 14 KP ab, oder? Nein. So 10 vielleicht, aber nicht 14. Ach, verdammte Kacke. Verdammte Axt. Max Axt mit seiner Axt. Was mache ich denn jetzt? Das geht nicht. Takokro? Maybe? Weil du kannst ja... ein bisschen drinbleiben. So, das Ding ist jetzt down. Was für ein Typen? Ach, Wasser. Das Ding ist zu Wasser, okay. Man merkt wirklich, dass das Pokémon gar nicht kennen. Das ist aber kein neues Pokémon, das weiß ich. Alter. Hätte ich drauf kommen können, dass es Wasser-Pokémon ist. Sie haben so, es ist nicht blau, kein Wasser-Pokémon. Ja, dumm. Drapfel, Drache. Das ist auf jeden Fall der Apfel. Der Apfel ist es. Keine Ahnung, du. Belly Bold, I guess. Der Kampf läuft wirklich nicht wie geplant. Aber hey. Sie kommen trotzdem relativ gut durch. Das ist sein vorletztes Pokémon, glaube ich. So. Nochmal Beleber. Die Runde gebe ich auf. Dann kann er mich angreifen, nimmt mich auch mit Dynamo auf. Außer ich sterbe direkt. Oder, oh ja gut, das ist auch okay. Das ist auch okay. So, und mein Plan wäre jetzt Voltwechsel. Vor allem, weil Egelsand noch nichts bringt. Oder bringt das dann was? Weil ich switch doch raus. Keine Ahnung, was bringt. Aber ja, Voltwechsel. Hä? Das ist doch eine komische Animation. So sieht Voltwechsel nicht aus. Ich springe so mit so einer, mit einem Funkensprung an den Gegner vorbei. Normalerweise. Aber die Animation sagt was anderes. Okay, cool. Weiß nicht, was sie sich hier dabei gedacht haben. Bei Game Freak Industries. Na, keine Ahnung. Er versucht es erneut, aber daneben kannst du das nicht zweimal hintereinander setzen, du Idiot. Bam. Boah, das ist one-shotted. Ich meine, ich weiß, dass Drapfel kein krasses Pokémon ist, aber das ist das one-shotted. Krass. Okay, jetzt kommt sein best Pokémon, Espinodon. Nur noch ein kleines bisschen und du hast bestanden. Weiter so, nicht aufgeben. Okay. Espinodon. Ah, du bist es! Es ist Godzilla! Ich mag das Ding gerne ansehen als so eine Art Godzilla-Pokémon. Oh, großer Drache, steige zu mir herab und lass den Terra-Kristall deine Krone sein. Ich weiß, dass der Spotter eigentlich Godzilla darstellen soll, aber ich finde, das Pokémon hier sieht noch viel mehr aus wie Godzilla. Meiner Meinung nach. Und da haben wir es. Drache! Aber so einen großen Drachenkopf mit Flügeln, auch cool. Ja, das Ding ist normalerweise Typ Eisdrache und jetzt ist es nur noch Drache. Oh oh. Aber Eis ist sehr effektiv gegen dich jetzt. Jetzt, wo du kein Eis-Pokémon selber mehr bist. Und da habe ich die gleiche Idee. Nehmen wir zum Dauer übrigens zu lange mit Terra Crystal Lighting. Ist wahrscheinlich nur noch in dieser Gen so. Mit der Animation. Wir machen ja immer. Die Macht, alles und jeden zu unterwerfen, das ist die Macht des Drachen! Ich meine, es ist immer so, dass so eine krasse Animation in der nächsten Gen dann so richtig gekürzt wird. Großklingenstoß. Ich habe gehofft, dass es mich nicht one-shottet. Oh, wie traurig ist gut. Mein Baby! Nein! Okay, du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt, ja?
Nee, actually war das nicht so klug, mit Belly Bolt reinzugehen. Actually war das nicht so klug. Ja, nicht so klug. Aber wegen Beulenhelm kriegt's ein bisschen Damage. Und... Oh, hat mehr Damage gemacht als erwartet. Ja, Mist, was mache ich jetzt? Ich möchte ungern jetzt jemanden heilen, möchte sein. Ja, also der Kampf läuft schlechter als erwartet, aber werden es wahrscheinlich trotzdem noch schaffen, weil der ist ja fast down. Die benutzt hier keine Heil-Items aus irgendeinem Grund, das macht super einfach, ohne Witz. Und ja. Warum tun sie das nicht, frage ich mich. Warum benutzen sie keine Heil-Items? Sie haben das immer gemacht in der Top 4. Immer! Nennt mir eine Top 4, wo die das nicht gemacht haben. Ich wüsste jetzt gerade keine. Und weh, das killt mich One-Shot. Nur weil... Ein Crit. Duffy Man! Wir brauchen dich! Du musst es jetzt hinbiegen für uns. Düsenieb! Priority Attack! Bam! No. Das killt mich jetzt wieder und ich habe verloren, oder? Was mache ich jetzt? Ich weiß, was ich mache. Ich belebe mein Wasserpummel wieder, mach nochmal Düsenhieb, abgewonnen. Schaut mal, wenn er jetzt mindestens einen Top-Trank oder so genutzt hätte, hätte er gewonnen. Wahrscheinlich, weil ich halt unachtsam war, mehr oder weniger. Aber nein, hat er nicht. Damit gewinne ich jetzt easy mit dieser simplen Taktik. Einfach Düsenhieb, ich habe gewonnen. Das war's. Ja. Das ist wirklich sehr enttäuschend, muss ich sagen. Auch meine Performance war sehr enttäuschend, aber darüber reden wir nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr genug Beleber, um jetzt noch zu gewinnen. Das ist das Problem. Lass einfach mal schauen, wie es ausläuft. Aber die Macht des Drachen. Zumindest haben wir die Top 4 besiegt. Immerhin. Sie hat in echt zu klein Holz verarbeitet. Wow! Oh. Phänomenal! Mich übermannen gerade die Gefühle. Oh, nicht fein! So schlecht hast du noch gar nicht gekämpft! Alles wird gut! Uff. Sorry, Maike. Sinus ist etwas nah am Wasser gebaut. Da hat er ab und zu mit den Tränen zu kämpfen. Was soll ich machen? Ich stärke uns hier. Das war halt machtlos. Ich übernehme dann mal, bis er sich wieder eingekriegt hat. Also, hiermit verkünde ich, dass du die praktische Prüfung, den zweiten Teil der Champ-Prüfung, mit Bravour bestanden hast. Juhu, du hast echt stahlhart gekämpft. Ja. Das war ganz großes Kino. Einfach fabelhaft. Herzlichen Glückwunsch. Aber zum Feiern wäre es noch zu früh, denn ein klitzekleines bisschen hast du noch vor dir. Die letzte Hürde der Champ-Prüfung. Siehst du die Tür dort hinten? Ja. Auf der anderen Seite erwartet dich unser oberster Boss, der dich bei deinem allerletzten Test ganz genau unter die Lupe nehmen wird. Als der Boss uns Top 4 rekrutierte, haben wir seine Kraft selbst erleben dürfen. Glaub mir, niemand im Champ-Rang ist stärker. Aber hey, wer mich besiegen kann, für den sollte das auch ein Klack sein, oder? Und weil ich so nett bin, peppel ich noch schnell dein Team wieder auf. Du kannst dich bedanken, indem du gewinnst. Oh, danke! Oh, vielen Dank! Ja, die Mama ist echt total fantastisch! Fantastisch! Ja! Oh, deshalb werde ich dich ganz toll anfeuern! Ja, viel Glück. Du hast mich gelehrt, dass auch der feurige Atem eines kleinen Drachen großes Feuer bringen kann. In dir lodert eine wahrlich beeindruckende Stärke. Ah, Sinus hat sich wieder angekriegt. Hab ich mich erschreckt. Du wirst dein Ziel erreichen, da bin ich mir sicher. Also auf in den Kampf. Schnapp dir diesen großen Erfolg mit deinen kleinen Händen. Okay, Leute. Ihr habt ihn gehört.
Ready? Here we go! Wir wollen Champ werden! Also, wer steht uns noch im Weg? Wer ist gerade der Champ? Oder bessere Frage: Gibt es zwei Champs oder mehr? Müssen wir uns einen aussuchen? Wie wird das jetzt ablaufen? Da bin ich gespannt. Willkommen, Maike. Es ist mir eine Freude, dich hier an der Spitze der Puma-Liga zu treffen. Bei der letzten Prüfung handelt es sich um einen Kampf gegen mich, den Top-Champ. Besiegst du mich, hast du bestanden. Doch ehe wir mit dem Kampf beginnen, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Als Liga-Präsidentin habe ich nämlich eine sehr unangemessene Eigenart. Wenn es um Puma-Kämpfe geht, bin ich nicht einmal zu den kleinsten Zugeständnissen bereit. Das könnte auch der Grund dafür sein, weshalb in letzter Zeit niemand die Prüfung bestanden hat. Aber wer weiß, vielleicht bist du ja imstande, eine ähnlich grandiose Leistung hinzulegen, wie Champ Nimbida damals. Doch nun, genug der Worte. Bist bereit? Dann bin ich einmal so frei und prüfe dein Talent auf Herz und Nieren. What? Sie wird unser Champ-Gegner sein? Also nicht Nimbida, sondern Zagaria, Top-Champ. Und da wir auch Top of the Tower sind, habe ich das Gefühl, das wird der letzte Kampf. Es wäre mir eine Freude, wenn du mich besiegen und Champ werden würdest. Da bestätigt sie mich. Meine Aussage. Und sie hat 6 Pokémon. Muss auch sein. Nicht ein Schlag. Was ist das für ein Priority? Tag kenne ich gar nicht. Die Musik ist aber funny. Okay. Vielander ist eine sehr starke Attacke. Das ist schön, wenn man mal nicht denken muss. Einfach nur gucken, wo sehr effektiv steht. Aber leider ist das sehr effektiv. Was ist los? Es sieht dir nicht ähnlich, dich von so etwas aus dem Konzept bringen zu lassen. Was meinst du? Läuft alles wie geplant. Bam, tot. So, habe ich noch 6 Pokémon, du 5. Dieser Tag war eine ausgezeichnete Wahl. Gut, mach weiter so. Okay. Schön, was willst du lernen? Oh, Feuersturm. Feuerbrunst, die das Ziel versenkt und ihm eventuell Verbrennung zugefügt. Aber Genauigkeit ist... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hat aber auch nur 5 AP, ne? Ich lasse es erstmal. 5 AP ist ein bisschen zu gruselig. Arctilas, ein Eis-Pokémon. Wenn Takoko gerade was Neues lernen möchte, dann kann er mal lernen, hier gegen eines der stärksten Pokémon im ganzen Spiel zu kämpfen. Nein, das habe ich einfach nur so gesagt. Ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Ich habe keine Ahnung. Wollte nur episch sein. Aber ja, Level 58 gegen Level 61. Nur 3 Level Unterschied. Wird das ausreichen? Nein. Das wird nicht ausreichen, dass er Widerstand leisten kann. 2 schon mal down. Gladimperi sagt mir rein gar nichts. Keine Ahnung. Gladimperio. Oh, die Weiterentwicklung von Cesurio. Glaube ich, ist das Pokémon, ne? War das doch. Ja, ich glaube schon. Ja, da ist es. Lodalied. Bam. Leider nicht ausgereicht. Mit Feuersturm hätte es ausgereicht. Kniefallspalter. Ich habe jetzt Respekt vor dem Ding. Ich habe definitiv jetzt Respekt vor dem Ding. Ja, was mache ich jetzt? Ich brauche eine Priority Attack. Düsen, die wird bestimmt ausreichen, oder? Was für ein Typen hat das Ding? Stahl bestimmt. Aber was noch? Käfer? Käferstahl? Düsenhieb sollte ausreichen, oder? Ja, klar. Ich habe einen Halblege hier. Natürlich muss das ausreichen. So, die Hälfte haben wir. Chevrum. Ist auch wieder ein Pflanzen-Pokémon, oder?
Ich glaube, das war auch wieder ein Pflanzen-Pokémon-Chef rum. Ist das nicht so dieser Bock? Aus Gen 6? Oder verwechsel ich das gerade? Maybe verwechsel ich das auch gerade. Ne, ist genau das, was ich dachte. Genau deshalb habe ich hier. Never mind! Ich habe vergessen, dass super, super langsam ist. Hm. Ach so, ja. Bin ich dumm? Ist doch ein Pflanzenpummer. Warum setze ich dann nicht ein Eispummer ein? Ach, sorry, Leute. Ist doch früher morgen, ja? Actually ist es sogar früher morgen, wie ich das gerade aufnehme. Also, das zählt. Das zählt. Ich bin zwar kein Kaffeetrinker, aber ich könnte einfach sagen, ja, ich habe noch meinen Kaffee nicht gehabt. So, und Chef Rum, das war's mit dir. Zwei Pokémon noch. Willst du noch irgendwas haben, um mich aufzuhalten? Agilusa, Wasser, irgendwas. Auf jeden Fall Wasser, also ist Bellybolt die richtige Wahl, denke ich. Nicht der Wahl, weil ich hatte gerade Zeiten draußen. Wahl. Ich glaube, das Ding, das könnte auch noch Typ Gift sein. Wassergift könnte ich mir bei dem gut Ding, könnte ich mir bei dem Ding gut vorstellen. Das wollte ich sagen. Lol. Danke wegen Donamo und Beulenhelm. Schön der Abfuck. Und zack. Warum läuft der Kampf besser als der vorher? Wie kann das sein? Sie sollte eigentlich stärker sein als er. Lumiflora, also von dem Wort Flora her würde ich schätzen, dass es ein Pflanzen-Pokémon ist. Aber ich habe halt keine Ahnung, was für eine Crystallizing sie jetzt macht. Aber ich werde trotzdem Meister Titan raus tun und mit Blizzard mein Bestes versuchen. Ha, 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 ha. Freu dich nicht zu früh. Lumiflora, kennen wir das Viech? Nee, das kennen wir nicht. Was bist du denn für ein Ding? So ein Geister, so eine Geisterblume. Versuch's mal mit Blizzard. Sei das Licht, das unsere Trainer leitet, Lumiflora. Welcher Typ wird's sein? Hä? Gestein? Das ist Gestein, oder? Das ist nicht gut. Da habe ich das falsche Pokémon für draußen. Schlammwoge. Ist es ein Gift-Pokémon? Ach, keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist, ne? Titan, tut mir leid. Ich muss dich opfern. Ich muss mein Wasser-Pokémon heilen. Weil ich glaube, das ist das Gestein-Crystallizing. Bin mir ziemlich sicher. Darf ich dir mal zeigen, wie man eine Attacke einsetzt, wenn man an der Spitze steht? Terra-Ausbruch. Oh oh. Ist das nicht sogar die Attacke, die immer sehr effektiv ist oder so? Irgendwie sowas. Irgendwas mit Terra Crystallizing hat zu tun. Ah ne, es passt sich immer an den Terra-Typen an, die Attacke. So war das. Duffy Man! Du wirst es jetzt schaffen! Mit einem Dosen Heap! Bam! Nein! Komm schon, das ist letzte Pokémon! Oh, was? Giftbelag. Okay, das ist definitiv ein Gift-Pokémon. Das wird mich nicht killen. Aber nächste Runde. Deshalb schnell Düsenhieb. Und somit haben wir die Liga besiegt. Wir werden jetzt wieder vergiftet geworden. Aber ja, wir haben gewonnen. Kommt jetzt noch ein Kampf, wie vermutet, oder ist das hier doch eine ganz normale Liga, wie sonst auch immer? Du übertriffst selbst meine Idealvorstellung bei weitem. Dieser Blick. Welch beeindruckende Abfolge von Attacken, welch atemberaubende Kraft. Wer hätte gedacht, dass Paldea abermals eine solch großartige Trainerin hervorbringen würde? Herzlichen Glückwunsch, Maike. Oder besser gesagt, Champ, Maike. Jetzt gibt es endlich etwas zum Feiern. Zum richtigen Grund zum Feiern. Meinen herrlichsten Glückwunsch.
Glückwunsch. Das ist wirklich ausgezeichnet. Ich habe eine große Malzverrührung. Ah, jetzt fängt das schon wieder an. Die Pummeltrainer sagt, der Schatz der Paldea-Region. Und Champs sind die Juwelen in diesem Schatz, die heller strahlen als alles andere. Champ, Maike, fortan werden viele Trainer zu dir aufblicken und dich zu ihrem Vorbild erküren. Werde dieser Ehre gerecht und gehe stets mit gutem Beispiel voran. Komm, ich begleite dich noch zum Ausgang. Deine Mitschüler warten sicher schon ungeduldig auf dich. Ich habe wirklich irgendwie eine Mila erwartet als Champ, aber... Nö. Tatsächlich kam sie nicht. Na gut. Maike! Never mind. Sag nix! Ich seh's dir doch an der Nasenspitze an! Du bist jetzt auch Champ, stimmt's? Ja. Hehe, das wusste ich schon! Direkt im Anschluss an deine praktische Prüfung hat mir nämlich der Top-Champ Bescheid gesagt. Ich bin Champ und du bist Champ. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wir haben beide den Champ-Rang und sind somit gleich auf. Oh oh. Deshalb will ich dich ganz offiziell fragen. Bitte werde meine Rivalin, ja? Sind wir doch schon, dachte ich. Juhu! Jawohl! Jetzt, wo wir Rivalinnen sind, können wir nachher endlos kämpfen. Lass uns gleich damit anfangen. Ich werde dir zeigen, wozu ich fähig bin, wenn ich ernst mache. Ich bitte noch um etwas Geduld, Champ Nebula. Hoch, Nummer 1. Gibt's aber ein Problem? Champ Maike, Delfinator und die anderen Pokémon sind doch noch erschöpft von der ganzen... von gerade eben, ne? Wer ein guter Champ sein will, muss sich immer auch in seinen Gegenüber hineinversetzen können. Ah, stimmt ja. Das habe ich vor Aufregung mal wieder vergessen. Bitte entschuldigt, Maike und Delfinator. Und die anderen? Und noch etwas. Willst du euren ersten Kampf als gleichwertige Rivalinnen wirklich hier am Wegesrand austragen? Hältst du das für angemessen? Also, jetzt muss ich sagen... Dann lassen Sie uns doch sicher den Kampfplatz der Pummeliga nutzen, ja? Gibt es nicht vielleicht einen passenderen Ort, der mehr Bedeutung für euch beide hat? Mehr Bedeutung? Weißt du, was für ein Ort sie meinen könnte, Maike? Hinter deinem Haus? Haha, dort, wo wir zum ersten Mal gegeneinander gekämpft haben, also. Aber wenn wir bei mir zu Hause kämpfen, wäre das für mich ja überhaupt nicht besonders. Hast du sonst irgendwelche Ideen? Besalola City? Ja, das ist eine tolle Idee. Hat unsere Reise schließlich angefangen. Erinnerst du dich noch, wie Direktor Claybe meinte, dass es bei unserer freien Projektarbeit um unsere ganz eigene Schatzsuche geht? Ich glaube, ich habe meinen Schatz gefunden. Eine gleichwertige Rivalin, gegen die ich kämpfen kann, ohne mich zurückzuhalten. Damit meine ich dich, Maike. Dich habe ich gesucht. Wenn es dir also nichts ausmacht, dann erwarte ich dich auf dem Kampfplatz des Hauptplatzes in Melanoda City. Eure Beziehung fußt auf gegenseitigem Respekt. Darum kann man euch wirklich beneiden. Ich hätte es zwar Top-Champ genannt, aber Nemila hat bei ihrer letzten Prüfung gegen mich nicht von ihrer ganzen Stärke Gebrauch gemacht. Dessen bin ich mir sicher. Doch ich bin zuversichtlich, dass sie dir ohne Zurückhaltung zeigen wird, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Die Liga haben wir bereits abgeschlossen, doch die Mission ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch gegen Nemila gewinnen. Erst dann ist die Mission als completed abgestempelt. Das und vieles mehr in der nächsten Folge von Pokémon Scarlet. Hab ich dich! Es ist leichter!